figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Yeah. Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu mal einer weiteren Folge The Witcher, Freunde. Ich wollte nur kurz mal noch am Anfang anmerken, ich werde gleich einen Cut setzen. Und zwar gilt auch die zwei neuen Rüstungen und die neuen Schwerter oder was war es auch noch, Samurai so Zeug, ne? Auch in der PS4-Version zu finden. Das eine bekommt ihr über meine Belohnungen raus, wenn ihr den QR-Code scannt mit eurem Handy oder so. Und natürlich einfach euch anmeldet dort bei The Witcher, bei der Seite. Und das zweite kriegt ihr einfach hier, nach dem neuesten Update. Und zwar das eine ist das Blüten-Blumen-Set. Ihr seht, 1000 Blumen-Set. Und dann haben wir hier noch das weißen Tiger-Set. Wo sind wir hier? Wir sind hier in Vysima. Weltkarte, ihr seht, königliche Burg Vysima. Wir sind jetzt einfach hier in dieses Türchen rein und dann da hinten easy going. Fresh eingesackt. Ja. Dann nehmen wir das mal. Und dann in jedem fast Ruhe gefundener Brief. Und den lesen wir mal. Mein lieber Freund, wenn du dies liest, hast du die Truhe gefunden, die ich in meinem vorherigen Brief erwähnt hatte. Ihr Inhalt gehört dir. Als ich den Kaiser nach zusätzlicher Unterstützung für deine Mission gefragt habe, erklärte er sich bereit, diese Gegenstände aus seiner persönlichen Sammlung zur Verfügung zu stellen. Die Rüstung aus Dol Blatana ist ein seltenes Stück, das elfische Handwerkskunst und Nilfgaarder Stärke vereinigt. Francesca akzeptierte wohl Emirs Angebot, ihr Nilfgaarder Rüstung für ihre Streitkräfte zu liefern. Aber trotz seiner Bemühungen, diesen Verbündeten am Rand der nördlichen Königreiche zu unterstützen, erreichte nur ein Teil seiner Hilfe jemals ihr Ziel. Zu niemandes Überraschung waren die Elfen nicht besonders beeindruckt von dem Stahl der Menschen, denn sie erhalten und arbeiten die Rüstung nach ihrem Geschmack um. Jetzt kannst du dich endlich als Leibwache der Königin von Dol Blatana verkleiden. Ich weiß, dass du davon schon immer geträumt hast. Okay. Bärenschulrüstung, neue Quest, aha. So, ist da was? Gut. Jetzt gucken wir uns doch das mal an. Ja, ich bin komplett überlassen. Ich weiß auch nicht, was ich das letzte Mal noch gemacht habe. Ist jetzt eine Weile her. So, wir gucken mal. Was haben wir denn hier so? Oh Gott, die sind natürlich jetzt runterskaliert, ne? Ne. Ja, 110er. Von 30er Rüstung, 41er Rüstung. Das ist dezent scheiße. Und Vika-Rüstung. Das ist eine ziemlich geile Rüstung für mich jetzt gerade. Und hey, ich habe keine Ahnung von diesen Stats, ne? Das weiße Tiger-Outfit. Die ist einfach so scheiße schwach, ne? Ich müsste die zuerst mal upgraden. Sonst wäre das alles nix. Ich würde euch das sogar erst in New Game Plus empfehlen. Na. Was haben denn die, also unsere Waffen so? Ja, die sind viel stärker zurzeit. Tollen, aha. Also, na, 243 ist Mindestschaden. Ah, ich weiß ja nicht. Ich würde schon ganz gerne sowas verwenden. Oh,
Problem ist. Bringt halt noch, also wirklich noch gar nichts. Schicksal, Eier. Und den Rest hier unten kann ich schon wieder verkaufen. Ja, moin. Ja, und das heißt, wir sehen uns gleich wieder, denn ich muss zuerst mal hier raus und mir wahrscheinlich ein paar Sachen verkaufen und, damit ich mal hier nicht mehr überlastet bin. Bis gleich. Es war, wie du vorausgesagt hast. Du hast gewonnen. Die Ehre ist dein. Der Preis auch. Sei gegrüßt. Schau, ich wollte dich nicht betrügen. Dein Geld. Du hast Glück. Ich bin nicht gerade für meine Milde bekannt. Nimm meinen Rat an. Such dir einen anderen Beruf. Katzenaugen. Muss ein Serikanier sein. Geralt? Mutant, hm? Guck nicht so. Ist gut so. Gewöhnliche Kerle haben keine Chance gegen den Meister der Meister. Du bist doch hier, um ihn herauszufordern, oder nicht? Sollte ich irgendwas über meinen Gegner wissen? Ich musste schon gegen einen Bären kämpfen. Nette Überraschung. Geh mit ihm. Er führt dich dorthin, wo du hin musst. Seht nur, der Meister der Meister. Ein Felstroll. Ein stattlicher Felstroll. Kämpfen wir mit bloßen Händen? Ja, mit den Händen. Ja, wir sorgen natürlich für ein anständiges Begräbnis und achten den Glauben des Toten. Ich will gegen den Meister der Meister antreten. Wie ist dein Name? Geralt von Riva. Kann losgehen. Geralt von Riva? Es ist Zeit. Ihr habt's gehört, es ist Zeit. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu The Witcher 3. Ja, nicht auf der Next-Gen-Grafik, denn wir müssen zuerst noch die Triss-Reihe abschließen, denn, ja, meine Freunde, das möchte ich schon ganz gern. Und nochmal alles gerade spielen, nur um Triss, ne? Naja, gerade nicht wirklich. Vor allem, wenn ich schon so weit bin. Wir werden natürlich nicht die DLC spielen, außer das eine, wo sie dann am Ende in dem Häusle sitzt. Das ist mir das Wichtigste, alles andere juckt mich nicht. What the? So, wir haben's.
Der war wirklich der Meister der Meister. Geralt von Riva, du hast den Meister der Meister im fairen Kampf besiegt und nun das Recht, selbst diesen Titel zu tragen. Noch heute Abend werde ich Boten mit der Nachricht in die Welt aussenden. Der Titel ist dein, wie auch der Preis für den Meister. Ja, ich bin gerade am Quests absolvieren. Wie man vielleicht gerade sieht. Das ist die Frage, ja. Hier geht's zum Schnellreisepoint. Wir haben noch einiges vor uns. Quests, sehr gut. Ihr seht, wir haben nicht mehr viel, ne? Und unsere Mission ist bei 15. Ich habe aber noch viel Schlimmeres vor. Ich will die ganzen Leute massakrieren, aber dafür brauche ich noch ein bisschen mehr Level. Hexaufträge, da müsste ich... Den habe ich noch nicht. Oh ja, die habe ich hier mal rausgezögert. Glaube ich. Weil, aus folgendem Grund... Der meistgesuchte von Skelliger, die ist verbuggt gewesen. Schatzsuche. Okay. Wo muss ich jetzt dahin? Nach Kaer Mor hin? Okay. Dahin. Habe ich überhaupt einen Schnellreisepoint dahin? Nein, kann ich noch gar nicht machen. Ja, moin. War ja klar. Also hätte ich jetzt die alte Wolfsrüstung geholt. Ja gut, dann eben nicht. Dann eben Hex... Ne, Nebenaufträge, da haben wir noch ein paar. Oder zumindest die hier. Und dann haben wir hier noch Hexaufträge. Die sind halt alle ein bisschen höher gelevelt. Okay. Dann eben, also das ist immer noch das Dümmste, wie ich finde, denn, naja. Du bist halt permanent angewiesen auf so eine Scheiße. Ich find's viel besser, wenn du einfach sagen könntest, ja. Ich port mich mal dahin. Von überall. Dass ich nicht immer zuerst an so eine Tafel gehen muss. Und wie komme ich jetzt dahin? Ich glaube, Plötzi hilft mir da nicht. Ich hoffe, ich sterbe hier nicht. Oh Gott. Ja gut, das war komplett lost. Zum Glück mache ich, glaube ich, einen automatischen Save State, wenn ich geportet bin. Das ist ultimativ dumm. Hier Karte. Nee, ich will zu der Karte, Mann. Ah, wie komme ich darüber?
Das ist ja wirklich auf der anderen Seite der Heide. Ich glaube, ich muss da zum allerersten Mal hier wieder auf dem Weg. Aber ich habe die Mucke vermisst. Los. Ja, ich steig ab. Wird doch komplett falsch angezeigt. Ey. Ey. Hallo. Nee. Kann ich hier bitte einfach... Also das ist ja wohl der größte Fail on Point. Hallo. Moment, so. Ah, Scheiße. Du kommst da gar nicht hoch. Kann das sein? Weil ich gehe gleich nachlesen, wie man dorthin kommt. Hey, jetzt reicht's mir gleich. Runter kommst du irgendwie, aber mehr auch nicht. Ja, nee. Ich geh mal nachlesen. Bis gleich. Yennefers Verdacht bestätigte sich. Ciri war tatsächlich in Skellige aufgetaucht. Zusammen mit einem maskierten Magier
aus einer anderen Welt. Dann hatten sie gemeinsam gegen die wilde Jagd gekämpft, bevor sie durch Portale nach Velen geflohen waren. Dort endete eine Spur und eine andere begann. Deutlich später war die wilde Jagd auf der Insel Hindarsfjall aufgetaucht. Das konnte bedeuten, dass Ciri ein weiteres Mal auf Skellige gewesen war. Also, Freunde, ich bin nachgucken gegangen. Also, das, was wir hier suchen, ist eine Höhle auf dieser Seite der Insel. Wir können auch von hier rausgehen, ne? Aber wir werden es jetzt so machen wie vorhin. Nur mit dem Unterschied, dass wir es uns einfach runter droppen lassen. Und zwar wirklich bis ganz nach unten. Das ist schon dezent. Dreckig, kann man schon fast sagen. Ja, wir lassen uns hier droppen. Jetzt machen wir mal kurz eine Rutschpartie. Aber ey, wer kommt schon auf die Idee, hier runter zu gehen? Außer ich. Wow. Gleite mindestens 10 Sekunden lang ein Stück bergab. Okay. Haben wir instant gerade. Gibt es da überhaupt Loot? Ja. Ja, wenn wir schon gerade hier sind, looten, ey. Ja, jetzt sind wir halt ein bisschen gar weiter weg. Ich hoffe, wir können hier ein bisschen Ja, cool. Ich klippe mich hier durch die Gegend. Hier müsste irgendwo der Eingang sein. Ja. Bingo, ne Markierung, Grotte. Bingo. Hä? Wo ist denn das Ding? Das müsste ja hier sein. Irgendwo. Ach so, das Ding ist die Markierung. Stimmt. Da war was. Muss ich hier Katze oder so aktivieren? Ah. So sieht man sich wieder. Und? Hast du es dir überlegt? Willst du die Großbartbrüder mit mir jagen? Ja, wir können sie zusammen jagen. Großartig. Dann nichts wie los. Ich habe ihre Spur gefunden. Sie können nicht weit sein. Okay. Oh.
Etwas ist mir aufgefallen. Ich habe keine Schwerter mehr an. Das Ding da. Okay. Jetzt fehlt mir noch eine Stahlwaffe. Und auch den Bogen möchte, also die Armbrust möchte ich ganz gerne anmachen. So. Jetzt brauche ich noch ein Stahlschwert. Ob ich sonst eine, die besser wäre? Questdog, Stahlwaffe. So. Voila. Deine Mutter hat dich rausgeschissen. Jetzt hol dich schneller, das Grab zurück. Alle zusammen! Mein Teufelsblut ist der schneller. Oh Gott, nee, der ist schon tot. Nee, wo hat es denn jetzt gespeichert? Noch gar nicht. Jennifers Verdacht bestätigte sich. Ziri, ja gut, wir sehen uns gleich wieder. Aufgetaucht, zusammen mit einem maskierten Magier aus einer anderen Welt. Dann hatten sie gemeinsam gegen die wilde Jagd gekämpft. Lief ja so gut wie erwartet. Vielleicht arbeiten wir mal wieder zusammen. Du scheinst ein Händchen dafür zu haben. Danke, einmal reicht. Bis dann. So, na gut, das war's aber komplett. Sehr gut. Ich habe die zersäbelt, das wäre nichts gewesen. Klar, ich habe ziemlich Schaden gefressen, aber glaube ich. Egal. Jetzt gucken wir, was wir sonst noch für eine Option haben. Jetzt sind wir langsam bei den Schwachen durch. Hexaufträge, da wäre der nächste vermisste Bergleute. Haben wir noch eine Schatzsuche? Familienglück, finde den Schatz in den Schiffswrack mit Hilfe deiner Hexersinne. Ja, das geht ja auch, ne? Aber ich glaube, das ist ein Skellige. Ah, cool. Sehr schön, dass das auch auf Skellige ist. Nicht mal allzu weit entfernt. Aber da sieht man wieder mal die Stärken von The Witcher. Die bringen euch natürlich auch an ganz entlegene Orte. Ah, ist das so? Glaube ich weniger, aber ist okay. Glaub du zu wissen, was du willst.
Oh, cool. Hallo? Wo ist das Ding? Kann ich das Ding nicht looten? Okay. Soll mir recht sein. Interessant. Komm her. Ja, Sirene. Ins eine konnte ich noch looten. So. Das lief hier mal geschmeidig. So, jetzt gucken wir uns an, was können wir als nächstes tun. Was für Hexer Gerd? Das ist Gerd, bekannter Hexer, schändliche Verbrechen gegen die Herzogsdiara begangen hat, nämlich Beleidigung ihrer herzoglichen Durchlaucht. Die Wachen von ihrer Gnaden, Kollaboration mit der Usurpator sowie weitere Taten, die Schaden über die Herzogsdiara bringen. Okay. Interessant. Ich habe das allerdings schon abgegrast eigentlich. So, Quest. So, Hexeraufträge. Nee, nicht mal. Ich würde sagen, Schatz suchen. Ne, Novigrad, Kaer Morhen. Kann ich alles nicht. Wählen, 30. Bärenschulausrüstung. Novigrad, Katzenschulenausrüstung. Okay. Wir gucken mal. No? Denn wir müssen jetzt einfach mal Progress machen. Ich guck mal, Novigrad. Aber das war gar nicht so einfach. Wie der Hexer bald erfuhr, war ich den Bossen der Unterwelt Novigrads in die Quere gekommen und verschwunden. Der
zuverlässige Geralt fand heraus, dass ich im Kerker der Tempelwache hockte. Geralt und seine Freunde schafften es, mich zu befreien. Und das war auch gut so, denn ich wusste tatsächlich, was Ciri widerfahren war. Leider weilte sie schon nicht mehr in Novigrad. Ein Schwarm von Banditen war uns auf den Fersen gewesen. Dann hatte die Tempelwache uns umzingelt. Da war sie mit einem heißen Blitz verschwunden. Wohin? Wusste ich auch nicht. Also ich muss sagen, auf der PS5 ist es um einiges schneller. Und es ist noch nicht mal die PS5-Version, ne? Oh. Ja gut. Weil ihr seht es jetzt gleich, wenn wir einen New Start machen, ne? Das lädt viermal so schnell wie damals. Also gut, je nachdem, ne? Wenn du in der gleichen Umgebung irgendwo hin portest, dann gefühlt bist du Jesus mit der Schnelligkeit. Anscheinend, wenn du stirbst, nicht. Okay. Gut zu wissen. Oder ist es, weil wir in Novigrad sind, weil viel mehr geladen werden muss? Das kann natürlich auch sein. Einst fand eine Mutter ihr Kind sterbend neben sich liegen. Ah! Dann bin ich jetzt gespannt, wie du da reinkommst. Alles klar. Einfach mal Fallschaden. Dass ich das überlebt habe. Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Oh Gott, nee, oder? Und er bläst mal aufs Horn. Und wie aktiviere ich jetzt Gwen? Katze. Interessant. Wollte ich zwar nicht, aber... ich speichere mal. Bevor es mich wieder zurückballert und ich alles normal machen kann. Hm.
Sorry, Golem. Ah, jetzt ist alles wieder normal. Schlüssel benötigt. Was für ein scheiß Schlüssel. Jetzt noch ein Rätsel oder was? Blicke in die Tiefe und finde Erleuchtung. Gemäß der Anweisung unseres Leiters Irenius war Steingart haben wir eine Reihe von Studien am Erbgut des Wesens durchgeführt, die allgemein als Ertrunkene bekannt sind. Traurigerweise hat das verabreichte Kugelfischgift alle Exemplare der Studie in einem Koma fallen lassen. Nach 24 Stunden endete die vitalen Funktionen der oben genannten Exemplare so, dass wir die Studie nicht fortsetzen konnten. Okay. Seltsam. Aha. Mhm. Oh. Ja, das heißt einfach Blick in die Tiefe. So. Voilà. That's it.
Man sieht nicht viel, aber das, was man sieht, ist genug. So. Jetzt haben wir den Laborschlüssel auch noch. Das war auch ein recht verständliches Rätsel. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Aha. Ja, definitiv erbärmlich. Ich habe gerade echt mehr erwartet. Erster Tag. Zum Glück hat der Teleport uns direkt in mein Labor gebracht. Es ist gut, zu Hause zu sein. Die leckere Nussschale hing mir zum Hals raus. Hoffentlich hat der Sturm, den ich beschworen habe, sie auf diese spitze Riffe vor Grashügel geworfen. Die Experimente, die meine Studenten in meiner Abwesenheit mit den Ertrunkenen durchgeführt haben, haben nicht die erwarteten Ergebnisse erbracht. Wie üblich muss ich alles selber machen. Ich werde dem Subjekt einen absurd-medizinischen Opiums verabreichen. Diese Mondblumenmilch hält dem Hexer halb bei Bewusstsein, so dass er zu keinerlei Widerstand fähig ist. Die Studien beginnen. Anmerkung: Ich muss meine geplanten Experimente unterbrechen, solange ich den zerstörten Teil meines Labors in Ordnung bringe. Die Knochen im Unterraum meines Assistenten habe ich gerichtet. Ich werde dem Hexer jetzt eine vierfache Dosis Mondblumenmilch verabreichen. Vierter Tag. Das Subjekt zeigt die erstaunlichste Widerstandskraft gegen physische Folter. Es war erst nach dem zweiten intensiver Arbeit gebrochen. Moderat befriedigende Ergebnisse des Verhörs. Ich konnte Informationen zur Hexausbildung und der Katzenschule allgemein gewinnen. Wie ich vermutete, sind die Hexer der Katzenschule größtenteils elfischer Abkunft. Die Schule muss irgendwie mit den älteren Völkern in Verbindung stehen. Addendum, vielleicht war der Begründer ein Ehrenseide Elf. Subjekt ist zu weiteren Studien nicht mehr geeignet. Ich setze die Mondblumenmilchgaben aus. Siebter Tag, ich verabreichte einen Extrakt aus Wasserschierling und Schierling. Bei typischen Vertretern der Ehrenseide verursacht eine solche Mischung eine Paralyse der peripheren Nervensystems und schließlich auch der Nervenenden. Dies führt zur Paralyse der Muskeln, des Stützapparats, der Lungen und des Herzens. Schließlich tritt der Tod durch Erstickung ein. Natürlich ist der Hexer kein typischer Vertreter irgendeiner Spezies. Das Gift schien zwar eine milde Irritation seines Nervensystems zu bewirken, doch sein mutierter Körper konnte die schädlichen Alkaloide rasch neutralisieren. Binnen Stunden sind alle Symptome des Gifts, das sich verabreicht, abgeklungen. 15. Tag. Injektion des Sevespentoxins erbrachten nicht die erwarteten Ergebnisse. Zur Verstärkung der Giftwirkung habe ich Ethylalkohol in seine Wunden gegossen. Sein Nervensystem ist offenbar immun. 26. Tag. Das Objekt wurde gefoltert, vergiftet, verbrannt, eingefroren, ausgehungert und dehydriert. Trotz all dem funktioniert sein Körper weiterhin. Es isst und trinkt selbstständig, bewegt sich eigenständig durch die Zelle und kann einfache Worte, bitte trinken, nicht wehtun, aufhören, artikulieren. Schluss, wie ich vermutete, ist der Hexer der ideale Besessene. Ein Dämon, der in einen so exzellent verbreiteten Körper gebannt wird, wird zum leibhaftigen Tod, zum Rachegeist aus Fleisch und Blut und untersteht meinem Befehl. Seit den Zeiten von Malaspin und Alzur ist der niemandem gelungen, ein Wesen von solcher Macht zu erschaffen. Es ist ein großer Tag für die Wissenschaft, Zeit mit der Beschwörung zu beginnen. Okay.
So, jetzt gehen wir mal hier lang. Keine Ahnung, wo wir hier rauskommen. Haben wir hier wenigstens Ruhe. So. Sag nicht, du wurdest vergiftet. Hä? Ach, dieser Gestank. Viel zu einfach. Okay, es gibt tatsächlich nur einen Ausgang. Auch wenn ich nichts sehe, ich laufe einfach weiter. Der Witz ist, wir dürfen jetzt alles rennen. Das meinte ich mit, hey, wie wäre es einfach, man könnte permanent irgendwohin schnell reisen. Und jetzt, bis er da oben ist, bin ich halt und grau. Wie Geralt. Nicht schon wieder Kopfweh. Ja, das juckt mich nicht, was du hast. Ich könnte ein Bier vertragen. Ja, ich wäre lieber gerannt, ne? Egal. Lass mich in Ruhe. Du mich auch, Bro. Zum Glück war ich dort auch schon. Ich glaube, ich war überall in Belen schon. So. Da sind wir. Muss ich da einfach raufprügeln? Jupp. Wenn ich da mal rein dürfte. Oh. Und warum bin ich da in der Luft gewesen? Oh, Manuskriptseite, verbesserter Vollmond. Hat sich also gelohnt, da runter zu gehen. Verbessertes Geisteröl. Noch aufs Dach. So. Kann ich einfach hier runterfallen? Danke. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, und wo soll das bitte sein? Ich war gerade vorhin dort drin.
Ruinen, was wir alles hier an Verbesserungen finden. Woher der Gulli jetzt kam, weiß ich auch nicht. Ich würde machen, dass ich mich verdünnisiere, Kollege. Oh Gott, nee, oder? Aber ich war da oben gerade. Aber ich finde immer noch was. Interessant. Und bumm. Ich weiß gar nicht, was die von mir wollen. Da ist zwar noch was, ja, gebe ich offen und ehrlich zu, aber hier unten dann ist Feierabend. Ah, nee, hier. Habe ich komplett vergessen. Überlegene Katze für länger anhaltende Scheiße. Ich bring dich um. Oh Gott. Kommst du her? So. Jetzt noch eine Sache und dann sind wir durch für diesen Part. Oh Gott, nee, oder?
Jo, also plötzlich. Ich weiß nicht, aus welcher Richtung du geschossen kommst, aber... Die... Bro. Beweg dich. Komm schon. Das war gerade ultra nervig. Alles gut, gerade keine Zeit. Ich hoffe immer noch, dass sie... Ja, genau. Neue Markierung, sehr nice. Genau für sowas reite ich gerade da lang. Ja, ja, Banditenlager. Juckt mich gerade aber auch herzlichst wenig. Jetzt haben wir ein Problem. Mit einem Boot würde das ja gehen, aber jetzt so? Klar geht das auch so, aber... Ich will doch nicht so lange schwimmen. Schmugglerversteck. Aha. Hui, wir haben einen kleinen Gegner. Oh. Na, so bewacht ist der nicht. Der Schatz ist bewacht da. Ein Level 14er Basilisk. Oh, cool. Wie komme ich jetzt so schnell wieder rüber? Weil ich glaube, ich kann auch nicht sprinten so. Kann ich mir hier mein Pferdchen rufen? Plötzlich. Los jetzt.
Finde ich hier irgendwo... ein Boot oder so? Das wird mir jetzt was. Mit schwerer Last, ne? Ach ja. Ah ja, weiß ich immer noch nicht, wie man Igni und so wieder verwendet. Das muss ich schnellstens wieder rausfinden. Vor allem wegen Gwen. Aber was möchten wir als nächstes ansteuern im nächsten Part? Das ist die andere Frage. Das alles ist Kaer Morhen. Skellige Bärenschulenausrüstung? Ja, warum nicht? Dann haben wir ein Schema zur Verbesserung. Okay, Skellige natürlich. Ja, gucken wir mal. Ich kann jetzt auf jeden Fall wieder mal einiges verkaufen. Und der schläft fast ein, ey. Ja, ich tue euch das jetzt nicht an. Ich sage mal, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn wir die nächste Ausrüstung holen gehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother.